Der Priester übt keinen Beruf wie jeden anderen aus. Wir haben das oft gehört, er ist kein Sozialmanager, er ist kein Psychologe, er ist kein Facility Manager oder Moderator, er ist nicht einfach jemand, der leitet und andere in den Stand setzt, sich einzubringen und die Prozesse moderiert. Der Priester hat ein Proprium. Warum bekommt er eine Weihe? Weil er etwas hat, das absolut von oben stammt und nicht von unten. Von Gott selbst, der ihn beruft, auswählt, durch seinen Bischof in seiner Berufung bestätigt und annimmt und dann durch die Priesterweihe für ein dreifaches Amt befähigt, das ihn von nun an unterscheidet von allen übrigen Getauften. Er ist geweiht, gesalbt, er hat etwas Sakrales bekommen und er gibt etwas, das sakral ist und von oben von Gott allein stammt und das niemand anderer sonst geben kann in der Kirche. Darin besteht die Weihe, ein dreifaches Amt zu leiten, zu verkünden, zu lehren und zu heiligen, Sünden zu vergeben, Sakramente zu spenden. Man kann diese drei Ämter nicht aufsplitten und sozusagen auslagern und auf andere Schultern übertragen, sodass der Priester nur noch am Altar steht, die Wandlungsworte spricht und ein anderer predigt, lehrt, verkündet oder eine andere oder ein anderer leitet. Das ist im Grunde genommen die Zerstörung des Priestertums, eine Demontage, die aufhören muss. Der Priester muss das sein, was er von Gott her ist, aufgrund der Weihe. Das Lehramt, die Konzilien sagen, dass das ein Wesensunterschied ist. Also nicht nur etwas Graduelles, das alle besitzen in unterschiedlichem Ausmaß, sondern es macht einen wesentlichen, einen Unterschied im Wesen des Priesters und seines Wirkens aus, dass er dies hat aufgrund der Weihe und zwar unauslöschlich für immer und auf ewig. Das ist sein Proprium. Deswegen ist er eine sakrale Figur. Daran enden auch nicht die Missbrauchsgeschichten. Das ist Theologie. Das ist die Wahrheit über das Priestertum, wie wir es verstehen und in der Kirche leben. Und wir müssen in unserem Verständnis dem Priester das sozusagen zurückgeben, was er ist, die Sakralität, den Unterschied, sodass er wirklich ein Mann Gottes, ist und uns auch als ein Mann Gottes begegnet und wir in ihm einen Mann Gottes sehen. Nichts Profanes, rein Soziologisches oder Psychologisches, das mit Leitung und Verantwortung zu tun hat, dass in diesen weltlichen Kategorien in jedem anderen Beruf, in jeder anderen Verantwortung auch gegeben ist, aber eben nicht das ausmacht, was der Priester ist. Etwas Sakrales aufgrund der Weihe, das hat nichts mit Klerikalismus zu tun. Und ein Priester muss das im Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit, seiner Menschlichkeit, seines Ungenügens in großer Demut empfangen, leben, ausüben. Er kann es nicht für sich selber ausschlachten, um sich selber zu überhöhen
oder zu zelebrieren. Er darf sich aber auch nicht verleugnen. Er darf diese Gabe Gottes, die Weihe, nicht verleugnen. Er ist gesalbt, geweiht und vom Herrn in Besitz genommen. Er handelt in der Person Christi, Jesu, des Hauptes der Kirche, des Bräutigams der Kirche. Deswegen ist er ein Mann, wie auch Jesus Christus, der Bräutigam, ein Mann ist, der Gottmensch, ganz konkret, inkarniert. Christus ist derselbe gestern, heute und morgen. Und deswegen handelt der Priester an seiner Statt. Und Paulus fordert die Getauften an, sein Wort auch als das zu nehmen, als Gottes Wort, und die Ermahnung zu beherzigen, lasst euch mit Gott versöhnen. Für diesen Dienst der Versöhnung hat der Priester eine Vollmacht, die niemand anderer hat, Sünden zu vergeben. Und in der Person Jesu Christi die Wandlungsworte gültig zu sprechen, sodass das, was dann geschieht, nicht mehr Menschliches ist, sondern etwas Göttliches, eine wirkliche Wesensverwandlung. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, der Leib Christi. Eine Wesensverwandlung ist auch am Priester geschehen im Augenblick der Weihe. Deshalb betont das Konzil diesen Unterschied des Weihepriestertums zum allgemeinen Priestertum der Getauften. Hüten wir uns, dieses Priestertum in seiner Integrität aufzusplitten und zu zerstören und zu funktionalisieren. Wir können auch nicht einfach ein Priestertum Leid schaffen, so in einer Art Versorgungsmentalität. Es gibt nicht ein Priestertum Leid, das der Elektriker nebenan ausüben könnte, der bestellt oder geweiht wird, die Heilige Eucharistie zu feiern für eine bestimmte Gemeinde oder abgelegene Region, der nicht diese Fülle des Priestertums hat, zu leiten, zu heiligen und zu verkünden, der nur für eine spezielle kleine Aufgabe ausgesondert würde und befähigt würde. Die Weihe vermittelt das Priestertum als Ganzes, unteilbar und integral mit allen drei Ämtern, die nicht in Funktionen aufgesplittet werden können. Das wäre die Zerstörung des Priestertums und des sakramentalen Charakters der Kirche, die durch das Priestertum geführt, geheiligt wird.